Netzwerkbildung durch Verantwortung. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir beide dürfen Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin die Vizepräsidentin der Hochschule Neu-Ulm, Julia Bormann. Und ich bin der Vizepräsident der Hochschule Augsburg, Manfred Buhl. Und auf die Art und Weise sind wir gemeinsam hier gewissermaßen Schlossherrin und Schlossherr, die Sie begrüßen dürfen auf unserem schönen Föhlingschloss. Föhlingschloss, Sie sehen schon unser Logo. Es ist das gemeinsame Hochschulzentrum der drei schwäbischen Hochschulen Neu-Ulm, Augsburg und Kempten. Augsburg und Neu-Ulm haben beschlossen, gemeinsam einzuladen. Was bedeutet dieser Brückenschlag? Was bedeutet dieses Logo? Es ist nicht nur die Brücke zwischen den drei Hochschulen, sondern es ist auch die Brücke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft. Und Sie sehen schon, wenn wir hier in die Weite des Tales hinaus blicken, über die schönen Hügel, was wir an diesem Ort erleben können, ist regelmäßig tatsächlich ein intensiver Austausch, der den Horizont erweitert. Und genau das brauchen wir für unsere Tagung bzw. für diesen Austausch. Ich lasse es damit mit den kurzen Worten bewenden. Wir werden ganz viel Zeit noch für Austausch haben. Ich wünsche Ihnen eine sehr schöne Veranstaltung. Ja, Sie merken hier, Kollegin Kommer hat das Logo angesprochen mit den drei Bögen, mit den drei Brücken. Wir schließen da natürlich auch die Kollegen aus Kempten herzlich mit ein und sind natürlich insgesamt sehr, sehr gespannt auf diese Tage, die ja an, Herr Sporas und sein Team sei Dank, eigentlich an Tiefe und Breite kaum zu überbieten sein könnten. Sie haben selber alle das Programm angeguckt, das ist unglaublich viel auch drin. Was aus meiner Sicht besonders spannend ist in dieser Woche, sind zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass es um Öffnung der Hochschulen geht. Also Öffnung für eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und wir werden da ja viele, viele Begriffsklärungen auch in dieser Woche auch nochmal haben. Und diese Öffnung, glaube ich, ist notwendig. Öffnung heißt ja nach innen und nach außen. Und ich glaube, viele der Hochschulen brauchen auch noch so einen kleinen Anschub in Sachen interner Veränderungsfähigkeit, um diese Öffnung auch begleiten zu können. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass man von vielen, vielen Dingen, die man operativ tut, wieder einen Schritt weiterkommen muss zu einer strategischen Gesamtbedeutung. Damit die vielen, vielen Puzzleteile, die es gibt in Sachen Engagement, wir werden ja diese Woche ganz, ganz viele spannende Projekte auch dann sehen und hören, damit diese Puzzleteile am Ende ein großes Ganzes, ein Bild ergeben, also vom Operativen zum Strategischen. Das sind für mich zwei besonders spannende Themenfelder, mit denen Sie sich, mit denen wir uns in dieser Woche beschäftigen. Und auch von meiner Seite wünsche ich viel, viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank an die Referentinnen, die Referenten, die Organisatorinnen, die Organisatoren. Und wir sind ganz stolz, dass wir Sie in dieser Woche hier haben. Vielen Dank. Dann machen wir einen fliegenden Wechsel und mein Name ist Detlef Buchholz, einer der beiden Sprecher des Hochschulnetzwerks Pädagogische Verantwortung zusammen mit Wolfgang Stark. Wir haben so ein bisschen, sprechen immer die Rollen miteinander ab und haben gewürfelt, dass ich mich hier zur Begrüßung hinstellen darf und auch ich darf sehr herzlich begrüßen im Namen der beiden Sprecher, im Namen des Hochschulnetzwerks Bildung durch Verantwortung und ich werde es auch kurz machen, weil wir in einen sehr intensiven fachlichen Austausch kommen werden. Ich will auch nur Danke sagen, danke erstmal, dass wir an diesem herrlichen Ort sein dürfen, zu dem wir, das haben wir spontan unter den Grußwortgebern gerade abgesprochen, gleich auch nochmal ein paar Worte hören dürfen aus berufenderem Munde, also dass wir hier erstmal im Schloss sein dürfen. Aber danke auch an die beteiligten Hochschulen, die Katholische Universität Eichstätt, die Hochschule Neu-Ulm, die Hochschule Augsburg, dass diese, wie ich jetzt schon sicher bin, ist immer so eine Schwierigkeit am Anfang zu loben, aber ich bin jetzt schon sicher, es wird eine hervorragende Tagung, wenn man sich das Programm anschaut. Dankbar, dass dies auf die Beine gestellt worden ist. Dank gilt auch den vom Stifterverband initiierten Dialogforum Campus und Gemeinwesen, dass diese Veranstaltung auch maßgeblich unterstützt. Jetzt weiß ich nicht, ob in Anwesenheit oder Abwesenheit, aber ich sage ein großes Dankeschön auch an die Förderung durch den Stifterverband an dieser Stelle.
ganz großen, besonders großen Dank darf ich an dieser Stelle äußern, natürlich denjenigen allen, die im Hintergrund und im Vordergrund, je nachdem, wo es nötig ist, das hier auf die Beine stellen. Und dazu gehört sehr, sehr viel Organisation. Dabei sind anspruchsvolle, auch vielleicht anspruchsvolle erscheinende Aufgaben, sich um das Inhaltliche zu kümmern, die Redaktion zu kümmern, sich um die Kuration zu kümmern. Und vielleicht auch manches, was man im Alltag profan oder banal nennt, nämlich dass auch das Catering da ist, das Buchungen laufen und so weiter und so weiter. Und Sie erlauben mir, dass ich diesen Dank auf eine Person abbilde und diesen Namen nicht erwähne, aber alle, die zu diesem Team gehören, zum Organisationsteam, fühlen sich bitte mitgenannt. Ich kenne alle Namen nicht, aber ich möchte einen Namen nennen, nämlich Tom Sporer, der das hervorragend hier koordiniert und mit seinem Team gewirkt hat. Ich darf in ein paar technischen Hinweisen überleiten, beziehungsweise zum Ablauf wichtige Eckpunkte erwähnen. Sie nehmen natürlich den Ablauf, den Programmheft, das der Mappe beiliegt und das übrigens auch sehr schön gelungen ist, ein sehr schöner Farbausdruck, wo Sie anhand der Farben die Räumlichkeiten erkennen können. Was man nicht so auf den ersten Blick und auch nicht gut und strukturiert abdrucken kann, weil das einfach nicht geht, ist, dass wir hinter dem Wort Netzwerktreffen sich eine Mitgliederversammlung des Hochschulnetzwerks Bildung mit Verantwortung verbirgt, gleichzeitig aber auch alle Interessierten eingeladen sind, daran teilzunehmen. Gleichzeitig müssen wir ganz am Anfang die Mitglieder fragen, ob sie das zulassen. Das werden wir dann dort tun, wenn die Mitgliederversammlung gestartet ist. Der Erfahrung nach der letzten Jahre ist das immer so, dass das zugelassen ist. Also wir haben noch nie die Situation erlebt, dass jemand sagt, nein, wir möchten das nicht vor Gästen tun. Und da wir das so verschränken, kann es aber dennoch sein, dass die unmittelbar vorher laufende oder fast, also mittelbar vorher laufende Poster-Session um 17.30 Uhr startet sie. Das Netzwerktreffen ist um 18 Uhr, wer aber die Poster, also nicht zur Mitgliederversammlung, eigentlich im Sinne gehört und die Poster sich noch weiter anschauen will, dann ist das natürlich trotzdem weiterhin möglich. Also die Poster-Session geht eigentlich dann bis ran zum Festakt, zeitlich gesehen, formal gesehen. Man ist also nicht gezwungen, innerhalb von einer halben Stunde sich alles anzuschauen und muss dann ganz schnell in die Mitgliederversammlung, sondern nur diejenigen, die interessiert sind. Ja, und die Mitglieder natürlich, die auch müssen, die Stimmberechtigten, die müssen natürlich in die Mitgliederversammlung gehen. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis zum Dienstag, da geht es gleich los, ohne große Grußworte und ohne Grüßung, sondern da suchen Sie sich gleich in den parallelen Sessions das aus, was Sie am meisten interessiert, was euch am meisten interessiert und geht dann dort direkt ins ja, Fachliche, steigt dann direkt und steigen direkt ins Fachliche ein. Die Tagung heute, und das ist auch noch, glaube ich, mal, kann ich bei Tom Sporer auch noch mal als Dank, glaube ich, hinterlassen, ich glaube, geht auf dich maßgeblich zurück und wenn nicht, dann bitte ich schon um Verzeihung, andere nicht mit erwähnt zu haben. Wir haben hier nochmal wieder einen ganz neuen Meilenstein gesetzt in dieser Tagung, nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Ablauf. Wir haben die Fachtagung, ich sage mal, wie wir sie kennen, wieder in neuer thematischer Zusammensetzung, im neuen Setting. Wir haben unsere Mitgliederversammlung, wir haben aber auch nach das Dialogforum Campus und Gemeinwesen, hiermit verschränkt und aber noch etwas viel Besseres, wenn ich das so sagen darf, nämlich eine Veranstaltung der Studierendeninitiativen, also von und für Studierende, aber auch für alle Interessierten. Und das ist, finde ich, was ganz besonders und wichtig ist. Also erstens, weil für mich, für die ersten drei Gründe, die da zu nennen sind, kommen erst die Studierenden, dann die Studierenden und dann die Studierenden. Deswegen finde ich das allein schon, also auf Rang 3, 1 bis 3 sind die Studierenden. Deswegen finde ich das gut, aber es gibt noch was anderes. Wir suchen in diesen ersten Tagen, und auch sicherlich später, aber in den ersten Tagen suchen wir Hochschulen, wir Mitgliedshochschulen und interessierte Hochschulen, suchen wieder und weiterhin unsere Rolle und auch unsere Wirkung auf die Zivilgesellschaft. Und das ist nicht immer ganz einfach als Hochschule, weil man, je nachdem, welchen Geldgeber man hat oder wie man politisch eingebunden ist oder in welche Spannungswelt man eingebunden ist, das nicht so einfach tun kann.
Also selbst als Hochschule, als Organisation kann man nicht immer alles tun oder lassen oder alles sagen oder nicht sagen, was man will. Die Studierenden aber hingegen sind, da spreche ich jetzt Sie jetzt und euch direkt an, die sind völlig leichtfertig. Sie dürfen alles. Und das dürfen sie im Kontext von Hochschulen, weil sie das vielleicht auch nebenbei als Fußnote, ich finde es immer ganz schlimm, wenn man sagt, von den Studierenden als Kunden spricht. Sicherlich gibt's da, sind damit Ansprüche verbunden an einen Service, auf den man natürlich einen Anspruch hat, aber Studierende sind ja viel mehr als Kunden. Studierende dürfen Hochschule gestalten, sie sind Mitglieder einer Hochschule und dürfen sich einbringen und sie dürfen vielleicht auch eine Hochschule durchaus mal antreiben und Impulse geben. Das dürfen sie völlig frei von irgendwelchen Spannungen, wenn man an anderer Stelle vielleicht durch Geldgeber oder durch politische Konstellationen vielleicht irgendwo in etwas eingebunden ist und vielleicht nicht so frei agieren darf. Und deswegen finde ich es sehr, sehr toll, dass ab Mittwoch die Veranstaltung der Studierendeninitiativen hier stattfindet und da auch nochmal ein großer Dank für diese Idee und auch für die Umsetzung an der Stelle. Jetzt glaube ich, überleiten zu dürfen direkt, weil wir haben versprochen, es nicht so lange zu machen, an Herrn Martin, Geschäftsführer des Föhnenschlosses. Jetzt habe ich, glaube ich, den formal korrekten Namen der Körperschaft nicht, aber da können Sie sich gleich nochmal vorstellen, dass wir einfach mal auch wissen, wo wir hier sind, wie das Gebäude zustande gekommen ist, dieser Ort, welche Bedeutung er hat, dass wir uns einfach hier einfinden. Und direkt im Anschluss hat von Spora nochmal vorbereitet, auch ein paar technische Hinweise zur Veranstaltung und auch zu dem Livestream, in dem wir gerne eingebunden sind. Ich wünsche eine einblicksreiche Tagung, eine erfolgreiche Tagung und viel Spaß und Freude.